So Leute, und weiter geht es mit Shadow of the Colossus. Wir sind vor dem vierten Koloss und ich werde natürlich hier wieder die Karte einblenden, ne? Wir sind jetzt da, ne, in den Wolken. Wenn wir den Koloss besiegt haben, dann wird die ein bisschen mehr aufgedeckt. Noch sind wir in den Wolken, hahaha. Ja, witzig. So, und wir reiten einfach mal los und schauen mal, was passiert. Okay. Alles klar. Es wurde ja gesagt im Vorfeld von der Gottheit, dass wir zu einem fruchtbaren Gebiet kommen. Und das sieht sehr fruchtbar aus. Überall Gras und Wiese. Und ehrlich gesagt muss ich mich vor diesem Feind ein bisschen grauen, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon zweimal durchgespielt. Einmal 2006, wo es für PS2 rauskam. Und jetzt vor guten halben, dreiviertel Jahr, als es für die PS3 nochmal rauskam. Und dieser Kampf wird an sich nicht schwer, aber... Ja, es ist schwer, den Koloss zu besteigen, aber sieht selbst. Da steht er auch schon. Ha, hallo. Eieiei. Ein riesengroßes Nahkampf-Pony. Ja. Gut, wir verpissen uns mal schnell. Und zwar in diese kleinen komischen Hobbit-Häuser. Sehen wirklich fast aus wie diese kleinen Häuser bei den Hobbits von Herr der Ringe. Also, um auf diesen Koloss zu kommen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Leider können wir die Füße nicht benutzen. Und ich hoffe, dass ich es beim ersten Mal gleich schaffe, raufzukommen. Erstmal hier muss er... Hey! Horsti! Hier bin ich! Hallo? Hallo! Weil das Problem ist, der hat auch so gut wie gar kein Fell. Das einzige Fell, was er hat, ist auf seinen Rücken. Da können wir natürlich nicht einfach so rauf. Okay. Na? Hey! Horsi! Trab an! So. Schon mal ein bisschen vorverletzen. Auch die Pfeile nehmen ganz, ganz, ganz wenig von seiner Energie ab. Hey, wo willst du hin? Kollege Schlittschuh! Hey! Warte auf mich! Hier bin ich! Also, ich muss irgendwie versuchen, dass er sich zu uns runterbeugt. Und damit wir entweder an seinen komischen Zotteln da, die an seinen Kopf da hängen, ranhängen. Oder an seinen Schwanz. Das sind die einzigen Möglichkeiten. Hä? Hallo? Wow! Alter! Okay. Phase 1 ist sozusagen erledigt. Jetzt müssen wir hier durch diese unterirdischen Gänge und ihn zu dem nächsten Punkt locken. Ihr werdet auch gleich, hoffentlich beim ersten Mal gleich sehen, warum. Hey! Hey! Na? Na, endlich getroffen. So, jetzt muss er hier rantrappen. Also, ich erkläre mal kurz, dieses riesen fette Pony hier, das muss hier in die Mitte von diesem unterirdischen Tunnelsystem. Nur dann beugt er sich zu uns runter. Das ist der einzige Trick. Und ich hatte bei
Uah, jetzt kommt er aber ein bisschen schnell. Und das jedes Mal verkacke ich das immer bei den ersten Malen. Und ich hoffe, dass ich es beim ersten Mal gleich schaffe. So. Sieht aber gut aus. Okay. Wünscht mir Glück, dass es beim ersten Mal funktioniert. Bitte, 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 guck nicht nach hinten, guck nicht nach hinten, guck nicht nach hinten. Nein. Verdammt. Ach, verdammt. Nein. Wieso? Ah, ich habe auch immer Pech. Okay, probieren wir das auf der Seite. Also wie gesagt, der Kampf hier kann, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Das erste Mal habe ich jetzt schon wieder verkackt. Wow. Hey, Horst Bimbo. Okay. Hallo? Die Herrschaften? Okay. Das könnte diesmal unsere Chance sein. Ich hoffe, das klappt. Schwert schon mal ein bisschen ausgerüstet. Was? Wie? Wo? Warum? Ach. Ja, Agro ist nicht so gerade erfreut. Ich auch nicht. Hat schon wieder nicht geklappt. Hey, Horsekopf. Trapp an. Ah, Mist. Also normalerweise... Normalerweise würde er sich zu uns runterbeugen und zu gucken, wo ist denn der Typ hin, sozusagen. Aber das, wie ihr seht, tut er ja leider nicht. Das ist jedes Mal das Problem. Tut das? Tut das? Bitte, nein! Nein! Nein, bitte nicht! Nicht zu mir umdrehen! Täusche den Koloss, um seinen Rücken zu erklimmen. Ach nee! Denk mal, was ich hier versuche die ganze Zeit. Okay. Der weise Gott gab mir einen Rat, den ich befolgen mag. Drum werde ich jetzt nicht reimen. Das ist nämlich, ach, keine Ahnung. Wie auch immer. Wow. Ich glaube, er hat sich schon wieder zu uns abgewendet. Hallo. Hey. Ach, verdammt. Ihr seht, das ist gar nicht so leicht. Wie gesagt, man kommt so leider nicht anders auf dieses Vieh rauf. Es ist immer sehr ärgerlich. Also bei allen anderen ist das nicht so schwer wie bei ihm hier. Warte. Okay. So, komm, trapp an. Ich muss dich täuschen, hat der Gott gesagt. Drum werde ich jetzt dich täuschen. So. Hey, Ossi. Wow. Alles klar. Wünsch mir Glück, dass es jetzt funktioniert. Ich werde mich mal extra ducken. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ja? Ja? Ah! Komm!
Jetzt stochert er da rum. Wundert sich, warum ich nicht da bin. Und jetzt komme ich. Da, 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 da. Okay. So, Kollege. Ja. Alles klar, wir sind endlich drauf. Meine Güte, das ist immer so lang bei denen hier dauert. Ja. 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 Kollege. Mach mal halblang. Wow, wow, wow. Ich darf jetzt nicht runterfallen. Das wäre so ärgerlich, weil das halt so schwer ist, auf die überhaupt drauf zu kommen. Ah. Jetzt komm, bleib mal locker. Jawohl. Uah. Alles klar. Okay, auf dem Kopf ist noch nichts. Das heißt, wir müssen erst eine andere Stelle traktieren, sozusagen. Nein! Wow. Puh, alles klar. Auf seinen Rücken sind wir eigentlich relativ sicher. Außer er macht einen auf den hier. Wow, wow, wow. Alter, bleib locker. Okay. Irgendwo hier hinten? Wow. Wow, wow, wow. Wackel mal hier nicht mit dem Arsch. Mir war so, als wäre da unten auch einer. Aber anscheinend ja leider nicht. Seltsam. Wo war nochmal die Schwachstelle? Wow, wow. Alter, schüttel mich nicht so durch. Ha. So, ja, klar. Ich muss ja erstmal das Schwert ausrüsten. Ohne Schwert kann ich das ja noch gar nicht erkennen. Okay. Da haben wir die Schwachstelle. So, pam. Und ihr seht, das hat schon mal wesentlich weniger Energie abgezogen als bei den anderen. Ja. So, und jetzt ist auch die Stelle beim Kopf frei. Wow, 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 wow. Kollege! Bleib mal locker! Okay. Zack! Also beim Kopf macht es eigentlich immer am meisten Schaden. Okay. Nochmal kurz ausharren. Mann, bleib locker! Wow. Okay. Okay, los. Bleib ruhig, dann kriegst du nachher auch eine Möhre. Okay, jetzt aber. Na, verdammt. Kurz, ich wollte gerade zustechen. Ah, jetzt bist schon nicht leicht, du elendes Nahkampfpony. Okay, er hat nur noch einen Strich. Noch ein Treffer und er ist Geschichte. Wenn er uns natürlich lässt. Er schüttelt uns ja ziemlich rum. Okay, aber jetzt. Pam! Oh Mann. Bin ich froh, dass der fertig ist. Ich hab's wieder nicht geschafft, beim ersten Mal es mal zu schaffen. Puh. Ja. Aber ich bin schon ein bisschen froh, dass ich den geschafft habe. Ich glaube, beim allerersten Mal habe ich noch wesentlich länger gebraucht. So, Hilfe! Nein! Warum? Ja. 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 Tja, das war der vierte Streich und der fünfte folgt zugleich. Jetzt sind schon vier, die da auf uns warten. Man hat jetzt natürlich, könnte man jetzt eine Vermutung aufstellen. Aber erstmal, PAM! Die vierte Statue zu Staub pulverisiert. Oh, Pakro geht zu unserer Freundin. Na, Pakro? Alles noch klar mit ihr? Hat sich immer noch nichts getan. Wir müssen noch mehr Kolosse niederstrecken. Ja, ich weiß, mein Freund.
noch ist unsere Aufgabe nicht erledigt. Wie lautet unsere nächste Mission? Okay, eine Himmelskreatur. Werden wir uns anscheinend in luftigen Höhen begeben? Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur so riesig. Na, mal schauen. Ich bin gespannt. Ich stelle mich mal hier wieder hier oben hin. Okay, wo wird uns denn der Weg hier hinführen? Mal schnell nachgucken. So, mal gucken. Ah, okay, wir müssen wieder in die Richtung. Alles klar, dann wollen wir da auch gleich hin. Aber erstmal werde ich mich hier verabschieden. Wir haben Koloss Nummer 4 erledigt. Und nächstes Mal halt in luftigen Höhen. Dann sage ich nur noch Tschüssikowski. Bis zur nächsten Folge von Shadow of the Colossus, wenn wir zum 5. Koloss gehen. In dem Fall, tschüss.